Retriever sind Apportierhunde. Das verbindet sie. Doch zwischen den 6 anerkannten Retriever-Rassen gibt es enorme Unterschiede. Die geselligen Familienhunde Golden und Labrador kennt hierzulande jeder. Doch Curly und Flat Coated oder Nova Scotia Dactylin sind ebenso Exoten wie der Chesapeake Bay Retriever, von seinen Besitzern meist liebevoll als Chessie bezeichnet. Er gilt als der größte und kräftigste Retriever und als der erwachsenste, doch dazu später. Hauptdarsteller in diesem Rasseporträt ist Nemo, hier als Welpe, gerade mal 10 Wochen alt, und hier 11 Jahre später, ein Senior sozusagen und immer noch topfit. Die Zeitlupe zeigt, wie exakt er den tückischen Vollgummiball in seiner Flugbahn beobachtet und ihn dann im Sprung aus der Luft holt. Das Ganze ist keineswegs ein Spiel. Chesapeakes sind wahre Workaholics, die dafür leben, etwas lernen und arbeiten zu dürfen. Und das Zurückbringen gehört natürlich mit zur Aufgabe. Der Chesapeake wird wegen seines aufgeweckten, intelligenten Wesens geschätzt, wegen seines ruhigen, situationsgerechten Verhaltens und seiner anhänglichen Natur. Doch seine Intelligenz stellt auch Anforderungen an den Halter. Vom Welpenalter an muss der Chessie klare Verhaltensregeln lernen, die man als Hundebesitzer nie mit Härte, aber mit Konsequenz durchsetzen muss. Da sich der Chessie gelegentlich fragt, wie es wohl wäre, selbst das Alphatier zu sein, helfen kleine alltägliche Rituale, solche Ambitionen zu unterbinden. Beispiel: Der Halter könnte jetzt den Raum verlassen, nach 10 Minuten würde er seinen Hund noch genauso vorfinden. Schnell die andere Pfote inspizieren? Nee, da war nix. Und dass ein Knochen auf Befehl zurückgebracht wird, ist ebenso selbstverständlich. Aber loben, nicht vergessen. Jetzt geht's raus. Nemo ist übrigens Mitglied bei Tasso, dringend jedem Hundebesitzer zu empfehlen. Der Link befindet sich im Begleittext. Und nun wartet Nemo ungeduldig auf eine Aufgabe, ein Arbeitstier eben. Such einen Stock. Das sagt der offizielle Rassestandard. Als Meister an Land wie im Wasser wurde der Chesapeake Bay Retriever für die Wasserjagd entwickelt, um in den widrigsten Witterungs- und Wasserbedingungen standzuhalten, oft auch das Eis zu durchbrechen und anstrengende Apports auszuführen. Häufig muss der Chesapeake während der Arbeit dem Wind und den Gezeiten entgegentreten, sowie langes Schwimmen in kaltem Wasser aushalten. Das Haarkleid besteht aus einem kurzen, gewellten Deckhaar und einer dichten Unterwolle, welche viel Fett enthält und für die eisigen Witterungsbedingungen, in denen der Chesapeake oft arbeitet, ideal ist. Der Stock wird natürlich vor dem Ertrinken gerettet, es ist ja auch tropische 2 Grad warm. Allerdings ist für einen gut erzogenen Chessie ein Kommando von Herrschen sogar wichtiger als der Stock. Stock bleibt. Der Chesapeake Bay Retriever zeigt Wach- und Schutzverhalten, was ihn von den übrigen Retrievern unterscheidet. Fremden gegenüber verhält sich der Chesapeake eher reserviert. Er ignoriert sie meist ganz anders als beispielsweise ein Labrador. Und er entscheidet selbst, mit wem er Freundschaft schließt. Doch zu seiner Familie entwickelt er eine sehr enge Beziehung. Sie beschützt er aufopferungsvoll, hier wird er aber auch gern zum Schmusehund. Ist der Chessie als Familienhund geeignet? Ja, wenn genügend Möglichkeit zur Apportierarbeit besteht und der Halter schon ein wenig Erfahrung mit Hunden mitbringt. Übrigens, Chesapeake-Halter sind Wiederholungstäter. Einmal Chessie, immer Chessie, heißt es.